Moin, Servus, Moin. Die YouTube-Welt hat lange auf ihn gewartet. Und endlich ist er zurück. Gurkensohn, der einzige Internetstar, der vor 2 Jahren spurlos verschwand, hat wieder den Weg zu seinen Fans gefunden. Niemand wusste, was mit ihm passiert war. Doch jetzt ist er zurück und er hat Großes vor. In den letzten 2 Jahren hat er hart trainiert und seinen Körper im Fitnessstudio geformt. Aus dem einstigen dicken Loser, den jeder ausgelacht hatte, ist eine Maschine geworden mit prallen Muskeln. Er hat hart an sich gearbeitet und ist nun bereit, seine Erfahrungen und sein Wissen mit anderen zu teilen. Es ist die Rückkehr eines Mannes, der alles gegeben hat, um sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Es ist die Rückkehr eines Mannes, der bereit ist, alles zu tun, um anderen zu helfen und sie zu inspirieren. Seine Fans sind gespannt auf seine neuen Videos und können es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Sie wollen ihn begleiten auf seinem Weg, der so vielversprechend aussieht. Sie wollen von ihm lernen und von seiner Erfahrung profitieren. Sie wollen ihn unterstützen und ihm zeigen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Wenn du auch ein Teil von Gurkensohns Erfahrungsgeschichte sein möchtest, dann solltest du sofort seinen YouTube-Kanal abonnieren. Denn er ist nicht nur ein muskulöser Mann, sondern er ist auch ein Mann mit einer unglaublichen Geschichte, die dich inspirieren wird. Moin, Servus, Moin. Willkommen zum neuen Video, zum allerersten Video nach all den Jahren. Es ist wirklich sehr viel passiert in dieser Zeit, in den Jahren, wo ich quasi weg war, in Anführungsstrichen nichts gemacht habe. Step by Step sage ich euch natürlich von Anfang bis Ende, wie alles passiert ist, was ihr wissen wollt, was ich die Jahre gemacht habe, wo ich war, wo ich gesteckt habe. Und mein allererstes Video auf meinem Hauptkanal mit dem lieben Sascha Huber. Einfach einer der besten Männer, die es einfach gibt. Ja. Freut mich wirklich mega, dass du hier bist, dass alles geklappt hat. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, vor ein paar Jahren, einfach krass. Freunde, wie ihr nur sehr unschwer erkennen könnt, hat mich heute der liebe Gurkensohn besucht. Freut mich mega extrem, dass wir uns wiedersehen. Ich habe natürlich in Anführungsstrichen Gas gegeben, habe mich aufgebaut, abgenommen, Wahnsinn. Und so weiter und so fort. Ich habe wirklich einiges zu erzählen und zwar vor einem Jahr ungefähr habe ich halt mit dem Sport angefangen. Ich bin erstmal viel spazieren gegangen, weil ich nicht wusste, was ich am Anfang machen soll. Und ich habe mir, no joke, wirklich deine Home-Workouts angeguckt, deine Videos für Anfänger. Die haben mir auf jeden Fall extrem weitergeholfen. Ich habe das durchgezogen, das gemacht. War extrem, für den Anfang extrem schwer, aber hat mich auf jeden Fall extrem motiviert. Also dank deiner Hilfe bin ich auch quasi, wo ich heute bin, in Anführungsstrichen. Oh, freut mich. Das ist kein Spaß, jetzt ungelogen. Ich bin ganz rot jetzt. Ja, nee, also. Das Comeback, Bro. Danke, Mann. Deine wirklich. Ganzen Zuschauer wollen jetzt wissen, wie du sagtest, wo warst du? Genau. Was war los? Genau. Wo? Jetzt bin ich gespannt. Boah. Also, ich war auf jeden Fall in einem ganz, 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 ganz großen Loch vor einem Jahr ungefähr noch. Ich habe jeden Tag Scheiße gegessen. Ich habe kaum Bewegung gehabt, ich habe noch geraucht, ich habe Alkohol getrunken, wie gesagt, schlecht gegessen, aufgestanden, wann ich will, schlafen gegangen, wann ich will. Und ich dachte mir irgendwann, ich muss einfach was ändern. Das werde ich nie im Leben vergessen. Das war so eine Uhrzeit, das war 7.53 Uhr. Da lag ich halt noch im Bett, ich habe geschlafen. Das ist so eine Uhrzeit, die stehe ich eigentlich nie auf, weißt du? Ich stehe immer abends auf oder so, keine Ahnung. Aber nicht um 7.53 Uhr, nie im Leben. Bin ich aufgestanden, aufgewacht. Und ich habe gemerkt, so, mir ging's körperlich, mir geht's nicht so gut, ne? Und dann habe ich überlegt, so, warte mal. Und dann hat's bei mir erst Klick gemacht, ich muss was ändern. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich muss durchziehen, ich muss einfach machen, körperlich jetzt gesehen. Physisch, heißt das physisch oder? Mental. Mental. Wollte ich auch was ändern? In meinem Kopf, das ging einfach nicht rein, ne? Dieses Nichts machen, Rauchen, Alkohol, Scheiß essen. War eine coole Zeit, die ersten 2-3 Tage, aber fürs Leben ist das nichts, weißt du? Krass. Und die ersten 2-3 Tage, das hast du schön formuliert. Ja. Weil der Mensch ist dafür nicht gemacht. Nee, auf gar keinen Fall.
Das habe ich auch gemerkt. Kurz was fragen? Ja, erzähl. Weil ich glaube, dass das viele auch interessiert. Warum? Warum bist du plötzlich verschwunden ohne irgendwas? Einfach plötzlich abgetaucht? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich nicht sagen. Motivationslos wahrscheinlich. Ich hatte keinen Bock auf gar nichts. Ich lag ganz Tag im Bett, jeden Tag Fernsehen geguckt, war am Handy. Ja. Dieses Sinnlose, und ich habe einfach nichts gemacht, ne? Keine Bewegung gehabt. Wie gesagt, ich bin irgendwann aufgewacht. Hast du viele Nachrichten bekommen, so? Wo bleibst du? Wo bist du? Ja. Viele dachten auch, ich wäre tot. Die schreiben mir so, bist du wirklich tot? Und manchmal habe ich geantwortet, manchmal nicht, wie ich halt Zeit hatte. Ich habe auch ein Video vorgeschlagen bekommen. Gurkensohn ist tot. Dann irgendjemand zu wirklich ein Video gemacht. Ja, ist fake. Ja. Also nicht fake, aber ich meine, ich lebe ja noch. Ich bin quick lebendig. Also der Typ, der das gesagt hat, ja, ich weiß genau, was er meint. Nee, das stimmt alles nicht, um Gottes Willen. Zum Glück, ne, ich lebe, alles gut. Ich habe mein Leben in die Reihe bekommen, kann man so sagen. In den Griff bekommen, Entschuldigung, ja, genau. Wie gesagt, ich bin diesen Morgen, das werde ich nie vergessen, 7.53 Uhr aufgewacht, kaum Luft bekommen. Ich dachte, ich muss was verändern, ne, in meinem Leben. Körperlich ging es mir halt nicht gut und alles so, ne. Und bin spazieren gegangen, habe mir deine Workouts angeguckt. Und nach Zeit und so weiter und so fort, irgendwann habe ich mich getraut ins Fitnessstudio. Ich hatte halt zuerst anfangs Angst, oder ich kannte mich damit halt nicht aus, ne? Ich habe mich nicht getraut und hier und da. Und bin ich da hingegangen? Ja, fand ich an sich ganz, ganz gut, hat mir Spaß gemacht. Und an dem Tag hat es irgendwann einen Klick in meinen Kopf gemacht. Da habe ich dann jeden Tag durchgezogen. Natürlich am Anfang ist ein bisschen schwer, ne? Man muss bisschen hier gucken und da. Ich habe Ganzkörper gemacht, ganz am Anfang. Lass mich lügen. Ein Monat, eineinhalb Monate. Weil ich hatte Muskelkater bis zum Versagen. Das ging nicht mehr gut. Aber irgendwann hat sich der Körper dran gewöhnt, weil du machst das jeden Tag. Du musst dir vorstellen, ich hatte null Bewegung im Alltag früher, damals. Und jetzt bewege ich mich, jetzt gestern bin ich Auto gefahren, aber in der Regel 10 Kilometer am Tag laufe ich mindestens. Ne? Minimum. Und das ist nicht viel. Meiner Meinung nach. Das heißt, du machst zusätzlich noch Cardio? Ja, viel, den ganzen Tag. Alles. Krafttraining. Muskelaufbau auch. Also, du mischst es. Ja, genau. Was machst du vorher? Muskelaufbau oder Cardio? Morgens stehe ich auf, dann gehe ich spazieren. Mhm. Mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht länger. Ja. Dann gehe ich frühstücken, dann gehe ich ins Fitnessstudio, Kraftaufbau, okay. Und dann mache ich mein Cardio. Und am Abend gehe ich wieder, eigentlich nur spazieren und so teilweise, ne? Manchmal laufen, wie ich halt Bock drauf habe. Ganz am Anfang. Ja. Ich habe nur gefragt, nur dass du vielleicht in Zukunft weißt, Cardio macht halt immer mehr Sinn nach der Krafteinheit. Ja, genau. Oder an trainingsfreien Tagen. Ja. Nein, das weiß ich. Ja. Also wenn ich jetzt im Fitnessstudio bin, ich wärme mich auf, ganz normal, aber ich mache kein Cardio. Danach, ne? Ja, klar. Ja, nee, super. Also hast du richtig informiert? Ach so. Geil. Am Anfang habe ich den Fehler gemacht. Ich war 20 Minuten Laufband und dann habe ich Krafttraining gemacht. Aber das war ganz am Anfang, das habe ich dann 2 Wochen gemacht. Und dann habe ich das erst gewusst. Weil das raubt dir ja nicht die Energie, den Glykogenspeicher. Ne? Beides. Also, ja, genau. Es ist einfach dann am Ende des Tages die Energie, die dir fehlt. Ja, genau. Vor allem beim Training. Da musst du schnell und hart, ne? Ja, fix. Auf jeden Fall. Aber cool, okay. Also richtig informiert, richtig im Training. Ja. Jeden Tag, 7-mal die Woche gefühlt. Ja. Ich habe natürlich auch Fehler gemacht, ne? Am Anfang. Mittlerweile geht's. Ich bin sehr gut dabei. Ja, jeden Tag. Mal habe ich Muskelkater, aber in der Regel quasi nicht, in Anführungsstrichen. Klar gönne ich mir auch mal eine Auszeit. Da mache ich einfach dann gefühlt nichts. Gehe dann zum Beispiel Sauna oder sowas in der Richtung, ne, zur Entspannung. Und am nächsten Tag geht's dann richtig wieder 100% vollballern, ne? Also für mich, das geht halt nicht in meinen Kopf rein. Irgendwie einen Tag Pause finde ich schon ein bisschen creepy. Ich mache dann trotzdem immer was, ne? Ich finde das halt schon schwer, ne? Ich weiß nicht warum, kann ich dir nicht sagen. Ja, das hat wahrscheinlich viel mit Struktur zu tun. Ja, weil wenn der Mensch, das ist wie Frühstücken, wenn es jeden Tag so ist, dann ist es jeden Tag so, dann hast du eine Struktur und das fällt halt dann viel leichter, so eine Struktur beizubehalten. Deswegen macht es für dich, ist für dich wahrscheinlich leichter, einfach jeden Tag was zu machen, wie wenn du einen Tag Pause hast. Dann gibt es immer so das Beispiel mit der Kugel. Stell dir jetzt mal eine Kugel vor, die jetzt auf meiner Handfläche liegt. Ja? Die macht einen Tag Pause, dann steht sie still. Und dann muss sie am nächsten Tag wieder anschubsen, dass sie in Bewegung kommt. Dann rollt sie. Aber wenn sie jeden Tag konsequent rollt, dann musst du nicht die Energie aufbringen, sie vom Stehen ins Rollen zu bringen. Es braucht mehr Energie. Und nur um das so ein bisschen so
verbildlichen. Okay. Und ja, deswegen hilft es dir also extrem spannend, echt spannender Fact für deine Zuschauer, dass du sagst, direkt jeden Tag. Ja? Weil im ersten Moment natürlich, meine Alarmglocken klingen, was mit Regeneration, Anfänger, das kann man so nicht machen. Nein, als Anfänger, das kannst du nicht bringen. Aber kann trotzdem jeden Tag gehen, man muss halt die Intensität anpassen. Genau, und das, ja, genau. Richtig. Ja, ne, man kann trotzdem jeden Tag, ja klar, wenn man zeitlich, wenn man Zeit hat und Lust hat, auf jeden Fall. Dreimal die Woche ist optimal. Meiner Meinung nach. Für Anfänger würde ich auch sagen, dreimal die Woche Ganzkörper ist auf alle Fälle schon mal sehr, 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 sehr gut. Besser als gar nicht, ne? Nein, das ist wirklich, wenn man jetzt unabhängig von den Übungen und von tausend Faktoren, top. Hast du wirklich dich krass informiert. Ja. Natürlich war die Ernährung ganz am Anfang nicht so top. Mittlerweile dieses 1 Million% in Anführungsstrichen. Also ich achte schon, was ich esse. Vor einem Apfel gegessen, perfekt. Ja, sowas. Ja, klar. Natürlich, ne? Das ist ja nichts, um Gottes Willen, das ist ja nichts Schlimmes. So zum Beispiel Schokolade, Alkohol. Was Gutes. Ja, genau. So Schokolade, Alkohol, was ist alles, was man der Körper quasi nicht braucht von der Industrie, sowas esse ich ja gefühlt nicht, ne? Weißt du? Du hast alles geschafft. Du gehst ja auch selbst einkaufen, oder? Ja, klar. Und da kaufst du. Ich kaufe immer für eine Woche ein, ne? Ich gehe einmal einkaufen, dann habe ich Ruhe. Und da kaufst du wirklich die gesunden Sachen und schaffst es echt. Ja, so Kleinigkeiten, ne? Ja, so Magerquark, Haferflocken, alles, was dazu gehört. Vollkornnudeln, ja, alles. Ne? Ich esse kein Weizenmehl, weißt du? Also nicht Weizenmehl in dem Sinne, sondern du machst mir echt Brot, stolz, weißt du? Du machst mir echt stolz, dass du seitdem so durchgezogen hast. Echt. Mhm. Ja, ich versuche schon extrem darauf zu achten, ne? Ganz am Anfang war es schwer, da habe ich gedacht, so, boah, schaffe ich nie im Leben. Aber irgendwann, der Körper, ich habe mich dran gewöhnt. Du musst dir vorstellen, ich habe die Diät gemacht oder angefangen, eine Diät zu machen, also abzunehmen. Und ich habe jeden Tag gedacht, oh, jetzt ein Döner, oh, jetzt ein Pizza, oh, jetzt, keine Ahnung, Spaghetti. Ich weiß es nicht. Aber mittlerweile, ich habe einfach null Bock drauf. Ich esse mein Zeug, was Gesundes, was Gutes. Ich habe viel, viel mehr Energie, viel mehr Power. Wobei mich bringt kurz, das mehr voran. Ja, wenn ich kurz wieder interrupten kann. Nur zum Verständnis, du kannst auch auf alle Fälle mal Döner. Du kannst alles, um Gottes Willen, das will ich jetzt hier nicht schlecht reden. Wenn du dir einmal gönnst, wenn du jeden Tag konzentriert deinen Sport machst, gönn dir. Genau, die Kalorien. Dann kann nichts passieren. Und die Proteine, Kalorien hauptsächlich. Genau, wenn du nur ganz Tag rumliegst im Bett und Döner isst und hier, dann ist es Katastrophe. Ja. Aber wenn du jeden Tag aktiv bist und dir was gönnst, dann ist es scheißegal. Ich weiß nicht warum, aber ich gönne mir einfach nichts zu. Also doch schon, aber gesund, ne? Gesund. Und hin und wieder wird es auch einen Döner geben oder nie? Doch, sowas werde ich bestimmt wieder mal essen, ne? Aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen. Ich war jeden Tag zu Hause, habe jeden Tag mit Sport gemacht. Und sonst war ich immer zu Hause, ne? Also natürlich spazieren gegangen und alles, ne? Aber dass die voll auf mein Umfeld, fokussiert. Zum Beispiel mein Umfeld, habe ich alle stehen und liegen gelassen. So, sag ich mal, Freunde, die ich habe, die haben natürlich auch gesagt, so, ja, lass mal hier was machen. Lass mal Shisha-Bar, lass mal ins Kino, lass mal, ich weiß nicht, in Disco, keine Ahnung. Ich so, nee, ich kann nicht. Ich will nicht, ich habe keinen Bock. Also, wo ich angefangen habe mit Sport, ne? Damals habe ich das gern so gemacht, ne? Da gern Shisha geraucht oder irgend so einen Scheiß gemacht. Mittlerweile auf gar keinen Fall. Das bringt einfach nichts. Das Wahnsinn, dass du so eine Verwandlung. Was willst du damit? Wirklich, wie hast du so eine Verwandlung einfach mal von dir aus? Ich weiß es auch nicht. Also ich habe einfach gemacht, einfach durchgezogen. Natürlich Stück für Stück. Ne? Ich habe nicht von heute auf morgen gesagt, das ist ganz wichtig zu erzählen. Ich habe geraucht, Alkohol getrunken, Scheiße gegessen. Stück für Stück, man kann nicht von heute auf morgen. Zum Beispiel, wo ich Sport gemacht habe, da habe ich mir trotzdem mal eine Pizza gegönnt, weil ich Bock drauf hatte. Das ist absolut in Ordnung. Aber jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich weiß nicht warum. Aus Prinzip einfach. Ja, aus Prinzip. Das, was ich esse, schmeckt mir. Ja. Ich mag's. Ja, super. Umso besser. Genau. Der Körper ist auch ein Gewohnheitstier, sage ich mal so. Also wenn du jeden Tag dich an irgendwas fokussierst und an irgendwas machst, dann gewöhnt sich der Körper dran. Ne? Wenn du jetzt jeden Tag rauchst, ich rauche jetzt mal eine Zigarette oder ich, wir husten beide. Sag doch mal, dass du ein Raucher, weißt du, für den ist es ganz normal. Schön gesagt. Weißt du, ich aber meine? Wo rauchen? Ja. Da hast du auch aufgehört. Ja, auch aufgehört. Natürlich stückweise, also bei mir war es halt so, ich wollte es versuchen, von heute auf morgen hab ich nicht geschafft. Aber da habe ich stückweise aufgehört. Jede Woche immer eine Zigarette weniger, habe ich so jetzt zum Beispiel gemacht. Weiß nicht, jetzt an alle Raucher da draußen, die es jetzt interessiert und auch nicht Raucher werden wollen. Also angenommen, ihr raucht 10 Stück am Tag oder 20 Stück, dann raucht nächste Woche nur noch 19 und so weiter und so, sofort immer weiter runter, bis ihr irgendwann keine habt. Und dann nach 20 Wochen. Ja, genau, zum Beispiel. Ne? Dann
Also ich habe mich dran gewöhnt. Ne? Also hat bei dir geklappt? Ich hatte geklappt, ich hatte keine Lust mehr zu rauchen. Aber man muss es auch wollen. Ne? Wenn du jetzt einen Kettenraucher sagst, so, hör auf zu rauchen, dann funktioniert das nicht. Du musst es wollen. Motivation, Disziplin, alles gehört dazu. Mhm. Meine Meinung nach jetzt. Ja, und es muss von seinem selbst kommen. Von einem selbst. Ich kann jetzt auch zu dir sagen, so, ey, lass mal heute Abend saufen. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Du wirst wahrscheinlich sagen, nee, ich habe keinen Bock. Stimmt ja auch, weißt du, meine? Du hast wahrscheinlich keinen Bock. Ich jetzt auch nicht. Aber... Ja, wobei so... wobei, wer weiß. Aber nein, ich weiß schon, Bro. Ja. Nein. Also ich trinke jetzt auch keinen Alkohol. Also jeder kann machen, was er will. Ich habe damit kein Problem. Ne? Hast du damals Alkohol oder irgendwelche anderen Drogen oder irgendwas mal genommen? Ja, Alkohol, Zigaretten. Drogen jetzt so richtig hardcore, meiner Meinung nach nicht Drogen. Ich habe mal gekifft so, ne? Aber jetzt von Amsterdam, ne? Jetzt nicht in Deutschland. Ja. Nee. Aber, ja klar, um Gottes Willen. Alles. Ich bin clean, 100 Millionen Prozent. Ja. Mich fasziniert das wirklich, weil was denn schon so viele Laster den Menschen irgendwo belasten und dann auch eine Routine da war, wo du sagst, du hast einfach nichts gemacht, nur geschlafen und hast nachts auf, kein Ziel, kein gar nichts, kein Glück im Leben. Und, genau. Selbst auch mal aufzuraffen. Das hat einfach Klick bei mir gemacht, ich muss was verändern. Jeder kann es schaffen, man muss es einfach nur wollen, man muss durchziehen. Eine Person, die jetzt zum Beispiel Selbstmord begehen möchte, die denkt ja wohl nicht positiv im Leben nach, weißt du, ich meine? Denkt einfach negativ im Leben nach. Aber eine Person, die jeden Tag Erfolge feiert, Spaß am Leben hat, jeden Tag durchzieht, glaube ich, denkt positiver an seinem Leben nach, weißt du, ich meine? Also wie soll ich das jetzt definieren? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, also, genau. Der Kopf macht aber wirklich alles, meiner Meinung nach. Ja, macht alles aus. Das ist meine Meinung nach. Ja, hundertprozentig. Du kannst mit ihm. Zuerst kommen die Gedanken und dann passiert. Genau. Du hast dich jetzt entschlossen, ich will was ändern. Es war vorher nur im Kopf drin. Und jetzt hast du einen 40er Bizeps. Und das ist halt echt das schön. Ja, das, ich weiß, was du meinst. Ja? Absolut. Und ich glaube auch, weil oftmals bekomme ich so Kommentare, ja, Sascha, ich bin nicht glücklich. Weil du eben gerade von deiner Zeit erzählt hast, wo du nicht so glücklich warst. Und da muss man echt, darf man nicht vergessen, Glück ist ein Zustand. Ja? Der ist nicht immer bei Menschen da. Ja. Glück ist immer, da war ich bei Charlie Mönch, da kann man jetzt lange erzählen, bedingtes Glück und ja. Aber was ich sagen will, ist einfach, Glück, als Mensch darf man die Vorstellung nicht haben, dass man immer glücklich ist. Weil das ist niemand, das bin auch ich nicht, das ist keiner. Wichtig ist nur, dass man zufrieden ist, und dass man eine gewisse positive, zufriedene Einstellung dem Leben gegenüber hat. Und das halt öfter mal mit Glücksmomenten so drüber streut, die sich im Leben ergeben. Und wenn man, wie du sagst, wenn man halt immer nur nichts macht, keine Ziele hat und einfach negativ denkt, dann glaube ich, wird es halt immer schwerer, im Kopf irgendwann den Hebel zu setzen, dass man echt alles ändert, weil so viele Umstände einen schon zu negativ beeinflussen. Weil, wie der Spruch heißt, ja, sag mir deine 5 besten Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und da bin ich ein starker Vertreter davon, dass es wirklich so ist. Glaube ich dir aufs Wort, auf jeden Fall. Wenn du jetzt mit 5 Sportlern abhängst, wirst du automatisch Sportler. Wenn du 5 Millionäre, also wenn du nicht Millionär bist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ich war auf jeden Fall ein paar Monate einfach in mir selber, also ich war nur für mich da, hab dann durchgezogen, kein Umfeld, keine Leute, die mich nerven konnten, beziehungsweise sagen könnten, so, ja, lass mal was machen oder ähnliches. Was alles dazu gehört. Ich war einfach nur für mich da. Ich war zu Hause einkaufen, zu Hause war ich beim Sport einkaufen. Und das paar Monate, und das eigentlich bis jetzt eigentlich immer das Gleiche gewesen, so habe ich halt quasi durchgezogen, so habe ich es geschafft. Das war echt hart, ne? Ich habe Tage gehabt, mir ging es scheiße, ne? Ich hatte zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, ich habe angefangen mit dem Sport, dann wurde ich krank. Ne? Ja. Also es ist immer so im Leben. Das immer. Irgendwas hält dich auf. Ja. Ne? Ich wurde krank. Da habe ich 2 Tage, das weiß ich auch noch genau, 2 Tage aufgehört, Sport zu machen. Das war scheiße, ich lag halt so im Bett, ich war krank und so. Aber trainieren, wenn du krank bist, ist nicht so geil. Na, genau. Glaube ich zumindest. Ja, ist so. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem, ich habe mir so viele Nerven eingeklemmt bei dem Sport. Ne? So, seitdem ich das jetzt ein Jahr mache, ich weiß nicht warum. Ich konnte mich einfach nicht, gefühlt nicht mal bücken. Ne? Ja. Also das war echt eine Katastrophe. Und das waren Schmerzen, das glaubst du nicht. Ja, genau. Ich musste mich dehnen und hier und da. Boah, das hat
gezogen, das glaubst du nicht. Ich weiß nicht warum, immer mit dem Nerven, ich hab's da irgendwie, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie, das gehört auch zum Sport dazu. Dehnen ist auch extrem wichtig, gehört dazu. Jetzt für den Anfang vielleicht nicht so wichtig, oder? Für ganz am Anfang? Genau, also es gibt einen Unterschied zwischen einem statischen Dehnen und der Mobility. Ja. Kurz am Workout macht es auf alle Fälle Sinn, kurz mal ein paar Minuten die Gelenke frei zu machen. Ja, genau, genau. Aber nicht statisch und auch nicht direkt nach dem Training statisch dehnen. Kann auch Nachteile mit sich bringen. Deswegen, aber Mobility macht da auf alle Fälle auch für Anfänger Sinn. Ah, okay. Ne, weiß Bescheid. Ja, wichtig ist, wie man sieht, wenn ich das schon schaffen kann, kann es eigentlich jeder schaffen, ja, meiner Mann. Meinung nach. Ja, Mann. Man muss es einfach wirklich nur wollen, ne? Man muss Ehrgeiz haben, Disziplin, alles, was dazugehört. Man muss einfach von sich selber raus und das machen. So war es bei mir. Und deswegen bin ich quasi heute da, wo ich jetzt bin. Und zwar einfach neben dir. Und natürlich mit dem Sport durchgezogen. Ist natürlich nicht, ist für mich immer noch der Anfang gewesen. Ne? Ich werde immer noch krass durchziehen. Wie weit willst du es schaffen? Wie weit? Richtig, willst du richtig Topform kommen? Ich mein Maximum geben, bis zum Limit. Cool, cool. Die beste Version von dir genau. Selbst. Ja, genau. Ich mache halt, wie gesagt, ein Jahr jetzt ungefähr. Jeden Tag das Gleiche. Boah, das ist einfach nur geil, einfach genial. Wenn ich jetzt mit YouTube wieder anfangen werde, möchte ich das mit Motivation machen. Unterhaltung möchte ich bieten. Mhm. Und natürlich in dem Sportbereich. Ne? Ja. Durchziehen, das machen. Das heißt, du willst dann jetzt mit YouTube eben wieder durchstarten, alles, durchziehen und genau. Dann Comedy, Sport, Motivation auch ein bisschen mitnehmen. Genau, kann man ungefähr so sagen. Ja, genau. Unterhaltung würde ich wohl sagen. Ja, genau. Ja, Unterhaltung. Mhm. Ja, genau. Alles, was geht. Natürlich mit dem Sport sehr wichtig. Ist halt mein Leben, ne? Weißt du? Also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen ohne Sport. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Geil. Gott sei Dank ist alles in die gute Seite gerutscht. Ja, Mann. Wenn ich überlege, damals, nee. Für mich war das Normalste. Ich fand mich damals nicht dick. Ich fand mich normaler Mensch. Ja. Aber das war halt so Gewohnheitssache, ne? Man hat sich jeden Tag gesehen, bis Klasse. Irgendwann einen Klick gemacht hat. Und da habe ich durchgezogen. Geile ne? Story. Ja, geile Mann. Story. Ja, Mann. Wirklich. Jeder kann es schaffen. Wirklich. Ja, Mann. Danke. Wirklich. Ich glaube auch, deine Zuschauer, da kannst du sicher viele motivieren, um das positives Beispiel vorangehen. Mhm. Wenn es mal ein bisschen in falsche Richtung im Leben geht, dass man trotzdem noch mal sagen kann, so, jetzt Fokus wieder. Genau. Comeback. Mhm. Und mega. Und jetzt kommt dann cooler Content. Ja, genau. Auf YouTube, Zukunft, oder? Social Media? Ja, Social Media, alles. Also, was du dir nur vorstellen kannst, ich möchte gerne alles machen. Also halt natürlich YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat. Alles, einfach alles, was geht, was dazu gehört. Auf Instagram werde ich jetzt auch kommen. Wäre auf jeden Fall echt geil, wenn ihr da einen Follower da lasst. Denn da werde ich auch aktiv sein auf Instagram. Da werde ich auch Beiträge posten. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Motivationsstories. Ja, alles geil. Was geht, alles geil. Was geht. Mich würde natürlich auch voll, freuen, wenn ihr mich als Vorbild nehmen würdet. Oder den Sascha oder uns beiden eher gesagt. Und krass, du willst jetzt wirklich so eine Rolle, also du willst jetzt sozusagen deine Community motivieren. Und klar, auf jeden Fall. Alles, was geht, ja, auf jeden Fall. Regelmäßig wird was kommen, ne? Das wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Erstmal das Video mit dir, das wird krank. Meiner Meinung nach. Allein die Story jetzt war sehr echt emotional. Und ich glaube, wenn man dich vorher gekannt hat, dann weiß man, was das jetzt für ein Schritt war, den du das da jetzt gemacht hast. Und dabei kann man viele Menschen inspirieren. Also das auf alle Fälle. Ja. Also ich kann das nur unterstützen, wenn sich jemand zum Positiven verwandelt. Deswegen sind wir ja auch da, weil ich dir unterstützen möchte und dir hoffentlich unterstützen kann. Wie gesagt, für Supplements ist natürlich gesorgt, ist eh logisch. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle auf den wildesten Content. Ich glaube, deine Zuschauer auch. Und wir sind gespannt. Also ich bin mega gespannt, was da, in welche Reise du jetzt weitergehst. Echt mega. Ich denke mal, das war das größte Teil. Was natürlich zum Video gehören muss, meiner Meinung nach zu diesem Video ist, was auch alle anderen natürlich interessiert, ist mega. Wie jetzt meine Körperform ist. Auf ich denke mal, das ist das Wichtigste. Dann würde ich sagen, Jetzt noch ein Formcheck, ja, oder? Genau. Würde ich sagen, kommt jetzt ein Formcheck. Kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch ein paar geile Produkte zeigen, präsentieren, die mich bei meiner Transformation auf jeden Fall unterstützt haben. Und zwar haben wir hier das Proteinpulver, was ich selber sehr gerne einnehme. Und zwar in drei Geschmäckern. Einmal neutral, Vanille und Himbeere. Mein Favorit auf jeden Fall Himbeere. Alle drei sind richtig geil.
Und das Geilste an diesem Produkt ist, ohne künstliche Farbstoffe und Süßungsmittel. Natürlich gesüßt mit natürlichen Inhaltsstoffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat eine biologische Verfügbarkeit von 136 Chemical Score. Einfach nur krank und ist besser als jedes Whey-Protein auf dem Markt aktuell. Wie gesagt, benutze ich selber sehr, sehr gerne. Ist ein geiles Proteinpulver. Hat gekeimte Proteinmischung drin. Einfach nur genial, was aber wirklich drin ist. Informiert euch selber, schaut euch das an. Was ich euch noch zeigen möchte, ist hier einmal ein liposomales Produkt. Ist zwar flüssig und hat die beste und höchste Bioverfügbarkeit, die es auf dem Markt gibt. Das ist jetzt zum Beispiel D3K2 Magnesium. Gibt viele andere Produkte. Einfach unter Purazell. Gönnt euch, schaut euch das ein. Hier unten verlinkt, meine Freunde, die liposomalen Produkte sind die krankesten auf dem Markt. Ihr nehmt das ein, ihr trinkt das und das nimmt der Körper wirklich zu 100% ein. Und das Beste kommt jetzt. Mit meinem Code GURKE10 spart ihr noch obendrauf 10% auf eurem gesamten Einkauf. Also gönnt euch und habt Spaß. Das war's jetzt mit der Werbeunterbrechung. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Viel, viel Spaß und ja, genau. Würde ich sagen, kommt jetzt ein Formcheck. Hast du Bock drauf? Ja, und du bewertest meine Form und du sagst hier ein bisschen da und da und da. Also deine ehrliche Meinung, sagen wir es mal so. Ja, okay. Dann würde ich sagen, Chef weg und jetzt kommt mein ehrliches Feedback. So, Formcheck. Was das Erste auffällt, also ganz ehrlich, was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, wenn wir jetzt mal einblenden, dann wird man müsste jetzt unbedingt was einblenden von vorher, gell? Und ich habe eine coole Erinnerung, vor 3 Jahren, wie du ausgesehen, genau, da Bicep-Pose. Oh, ja, okay. Bizeps, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was auf alle Fälle richtig mal raussticht, ist dein unglaublicher Quadrizeps. Also du hast eine unglaubliche Oberschenkelmuskulatur aufgebaut. Danke. Aber auch Schulter und der Oberarm. Schau mal her. Ja. Also wenn du jetzt normal dastehst, gell? Ja. Sei da ganz ehrlich, der Nacken ist richtig krass. Mach mal bitte Most Muscular rein. Ich kenne das. Anne? Oh. Wahnsinn, also dein Nacken ist da explodiert, Bro. Explodiert. Dann haben wir hier noch die gute Schulterpartie, muss ich sagen, die auch sehr, sehr gut aufgebaut hast. Dankeschön. Was ich spannend finde, ist die Rückenmuskulatur, wie ich gesehen habe. Dreh dich mal um. Jo, warte. Da setzt man natürlich generell nicht so viel Fett an, also wie vor dem unteren Bauch, aber jetzt da mal reinflexen bitte. Da bei der Post, schaut euch das mal an. Also der Rücken ist zur Maschine geworden. Vorher, nachher, dann wieder umdrehen bitte. Ja. Was natürlich ein bisschen noch ein Nachteil ist, ist die Gyno. Es wird eine Gyno sein, vermute ich jetzt mal. Nee, ist es. Das hatte ich mein ganzes Leben lang quasi. Also das mal ein bisschen ranhalten. Ja, das hatte ich quasi mein ganzes Leben lang gefühlt. Ja. Ne? Ja. Aber da kann man, ich würde sagen, zuerst in guter Form kommen und dann kann man das ja operativ behandeln. Also da ist nichts verloren. Nein. Dann hast du hier auch eine perfekte Chest. Unteres Bauchfell kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Also ist noch ein Weg zu gehen. Aber ich will da jetzt überhaupt nicht auf irgendwelche, dass die Form noch nicht perfekt ist, ist dir ja bewusst. Ja, aber ich will jetzt auch das mal betonen, was für eine unfassbare Transformation du da hingeklatscht hast. Gell? Also wirklich, schau dir das mal an. Der Oberschenkel, die Waden, dann geht es weiter, der ganze Oberkörper, der Rücken. Ja. Vorher, nachher. 3, 2, 1. Also, ja genau, mach mal Latzbrett. Genau. Ja, fix. Aber jetzt der Latzbrett raus. Bam! Gerade, dass du nicht abhebst bei den Lat. Also kurz vorm Abheben hier. Perfekt. Zeig mal Rücken. Mach nochmal Latzbrett. Ja, perfekt. Geil. Wahnsinn. Also wirklich, in 1 bis 1,5 Jahren kannst du richtig stolz auf dich sein. Danke, Mann. Danke. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das warst du so langsam mit dem Video. Danke für alles auf jeden Fall. Wirklich, 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 wirklich korrekt, ne? Boah, ich will auf jeden Fall richtig aufkriegen. Meine Birne brennt. Oh, ich kann mich einfach nur 1000 Mal bedanken. Danke für alles. Ich kann nur sagen, unterstützt den. Gerne jetzt abonnieren. Okay, auf jeden Fall, Freunde. Haut rein. Danke für alles und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Ja, gerne gucken und unterstützen. Hoffentlich jetzt auf seinen wilden, positiven Weg. Verabschiede mich auch und sag, habe die Ehre.
Es war mir eine Ehre. Mir auch, Dankeschön.